Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Hier im Sommer, 11. Tag und natürlich... Ah, verdammt nochmal. Doch, ich habe die Weintraube dabei. Gut. Passt vermutlich nicht so. Ich kann noch nicht mehr gehen. Ach, siehst du, die Gewürzbeeren hatte ich dabei gehabt. Ach, ist das nervig. Haben wir meine Brücke kaputt gemacht. Ich glaube, ihr spinnt wohl. Ja, ich werde auch mit den Leuten nicht mal quatschen. Ich werde hier bleiben. Die Luft ist viel kühler. Da habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich ein bisschen zu neugierig, muss ich gestehen. Meine Reusen sind wahrscheinlich auch weg. Das war so klar. Gut, dann können wir hier nicht viel machen, außer wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, mit den Leuten zu quatschen, habe ich keinen Bock drauf. Wir können ihm noch was geben. Du hast Weintrauben in die Suppe getan. Mehr nicht, ich kann nur eine Zutat geben. Wenn du etwas für die Suppe mitgebracht hast, nimm die Treppe auf der anderen Seite und wirf es hinein. Ja, ich habe es von der Seite aus gemacht, ist aber in Ordnung. Auf geht's, Bürgermeister. Mach dich zurecht, der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Was für ein entzückender Anlass. Es ist immer eine Freude, das Sternentautal zu besuchen. Gut, das kenne ich, der Initiator. Die lästigen Sandfliegen dann dauert auf meinem Essen. Okay. Vielleicht gestattet der Gouverneur mir eine Steuererleichterung, wenn ich mich mit ihm gut stelle. Ich frage mich, ob er Whisky mag. Ich werde frisches Gemüse vom Garten in den Suppentopf geben. Ja, ich habe halt Weintrauben reingemacht. Sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht ein wenig hungrig aus. Ja, na klar, das ist Anfang. Da soll ja keiner von Fleische fallen, ne? Hau in den Fest! Die Weintraube hat bestimmt das perfekte Aroma gegeben. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Ups. Also, Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Ja. Natürlich. Ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Ja, doch der Geschmack der Weintraube, das macht das alles ein bisschen süßer. Viel kann ich nicht dazu sagen. Die Suppe ist sehr gewöhnlich. Oh. Er hat recht. Nicht schlecht, aber sonst nichts besonders. Nicht besonders. So, wer will sonst noch etwas Suppe? Okay, welche... Die Suppe war nicht beeindruckend, aber sonst war das Luau ein voller Erfolg. Zeit nach Hause zu gehen. Sieh ich mal gar nicht ein. Wie wär's, wenn du mich mal ganz kurz an meine Reuse noch lässt? Sinnvoller wäre es natürlich, wenn wir... Items noch reinpacken. Fackeln ist auch gut. Also, finde ich nicht schlecht, dass ich die ganze Zeit Fackeln bekomme. Haben sie mich leider wieder an den Anfang geschmissen, aber ich möchte meine 4 Reusen ganz gerne noch befüllen, weil da sind bestimmt Garnelen drin. Meinetwegen auch Müll. Ich meine, Müll ist auch in Ordnung. Das ist völlig okay. Kann ich ja schließlich umwandeln. Mal gucken, was es richtig Schönes gibt. Also, Fackeln sind schon mal was Gutes. Mein Speicher ist meine Kohle. Ist doch in Ordnung. Der schleicht ja noch nachts so durchs Dorf, hä? Das ist der neue Bauer. Oh. Was machst du denn da? Moment, Muschel ist interessanter als du. Hey, du wirst bei der ganzen Hofarbeit sicher ganz schön stark. Was ist das denn? Achso, eine... Ich dachte, das sah aus wie ein Zaubererhut. Vielleicht wirst du irgendwann meine Stufe erreichen. Das wäre doch ein gutes Ziel, was? Warum machst du so ein Gesicht? Keine Ahnung. Boah, krass. Garnele, Krabben. Oh. Eine Krabbe. Eine Venusmuschel. Alter, ich will nicht jedes Mal die Reusen mitnehmen. WTF. Cool. Eine fette Krabbe, eine Garnele, eine Auster und... Was war das andere? Machen wir Venusmuschel? Weiß ich gar nicht.
Aber interessant. Morgen schauen wir natürlich gleich der Tipp. Ja, ich weiß. Ah, 0 Uhr schon wieder. Meine Güte. Ja, müsst ihr mich auch nach Hause schicken. Ich muss doch arbeiten, Leute. Ich muss doch arbeiten. Wenn wir gleich mal morgen früh hier... Ich habe ja noch volle Energie, deswegen... No problem. Ich denke, es wäre sinnvoller, nicht um 9 Uhr zum Fest zu gehen, sondern halt wirklich die Energie rauszuhauen für den Tag und halt irgendwann so 13 Uhr hinzugehen. Aber bis 14 Uhr geht es ja in der Regel. Dann hat man wenigstens energiemäßig den Tag nicht komplett verschwendet und hat trotzdem noch was geschafft. Ha. Wäre eine Überlegung wert, ne? Wäre eine Überlegung wert. Schauen wir mal. Verkaufen wir mal die Krabbe. 1 Uhr. Ach, ich weiß, es ist schon spät. Nicht, dass ich wieder ausgeraubt werde. Krabbe, Garnele, Auster. Miesmuschel. Das ist ziemlich viel, was wir gegeben haben. So, das arbeitet, während wir schlafen gehen. Mieze! Elfter Tag. Und wir kriegen... 300 Gold, ja klar. 100 pro Stück. Also insgesamt, pro Kategorie. Die Krabbe bringt unter 100 Gold. Das ist in Ordnung. Das ist viel. Jedes Mal, einfach, weiß nicht, 20, 30 Reusen hinbauen. Das ist natürlich erstmal ein gewisser finanzieller Aspekt. Sieht aus, als würde sich ein Sturm nähern. Rechnen mit Blitz und Donner. Das wird ja cool. Zur Musik. Krass, ne? Oh, was haben wir hier Schönes? Cool. Tomate. Hopfen. Sonst nichts weiter, leider. Gießkanne wollte ich da. Ah, ich muss die Sprinkler, ich muss das echt mal anders anordnen. Das geht gar nicht. Packe ich nie weg. Keine Ahnung. Vor allem, ich brauche so viel Energie für das Gießen. Oh. Was ist da denn passiert? Was ist da denn passiert? Oh, die haben noch Heu. Cool. Sind doch nicht ganz so gefräßig. Schade. Was mache ich denn jetzt? Ich muss eigentlich immer wieder zur Reuse. Ja, langsam pendelt sich hier ein Alltag rein. Ich habe so viel Energie verloren. Durchs Gießen alleine. Einfach nur durchs Gießen. Ich brauche Lehm. Ich brauche die Kupferbarren. Na, Lehm ist halt das Schwierigste, glaube ich, aktuell. Weiß nicht, wo ich Lehm herkriege. Ich suche nach jemanden, der mir Kupfererz 25 Mal bringt, damit ich sehen kann, ob irgendwelche seltenen Edelsteine darin versteckt sind. Na klar. Ja, ne, vor allem, ich muss die noch wieder sammeln. Na gut. Alles gut, dass man hier den Müll, das war damals in Harvest Moon, gab es ja auch so Fischgräte, Stiefel, die konnte man halt mit nicht verwerten. Und hier hast du diesen Recycler, haben sie vielleicht auch sich ein Beispiel dran genommen und es besser gemacht. Ist das Wasser grün? Okay.
Aber ich sehe nicht so viele Muscheln. Muscheln fehlen so ein bisschen. Das, was hier eigentlich angekündigt war. Was zum Geist ist das denn? Was haben wir da für ein dickes Ding? Das ist ja eklig. Achso, immer natürlich immer das Puss muss ich anklicken. Neue Köder. Ah, halbes Inventarschen mit Müll voll. Das ist natürlich ungünstig. Sollte ich wegbringen. Gut, wo kriege ich Lehm her? Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich für euch sehr, sehr einfach zu beantworten, weil es Logik. Aber mir fällt gerade nicht ein. Ich würde da sagen, aus der Mine. Aber wahrscheinlich nicht im Eisbereich. Ich sollte wirklich mal bei der Mine konsequent straight weitermachen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Verfeinertes Quarz. Ah. Fein, fein. Wirklich fein. Na gut, 63 Energie habe ich rausgehauen. Wahrscheinlich kommen wir wieder 5 Etagen tiefer. Schauen wir mal. Werden sie wahrscheinlich nicht sterben. Etwa 13 Stunden haben wir noch Zeit zum Farmen. Ich will natürlich ganz nach unten kommen, ne? Das ist natürlich mein Anspruch. In der Mine ganz nach unten zu kommen. Und das möchte ich ganz gerne durchziehen. Weil die Mine ist schon cool, die ist wirklich sehr, sehr geil. Weil man kriegt so viel Kohle. Und die Bäumchen wachsen wieder. Und die Tage verstreichen und verstreichen. Wir wollen jetzt gucken hier wegen der 14 Uhr, glaube ich, erst, ne? Ja. Da ist sie, oder? Ist das nicht die Short? Violett. Hätte gedacht. Also woanders ist sie für mich nicht. Das ist doch die, oder nicht? Anscheinend nicht. Wahrscheinlich, ach ja, das sind diese Blumen. Ja, okay. Ich hätte gedacht, es wären wieder Shorts. Naja. 70. Eine Meisterschleuder. Warte mal, ich hätte noch viel mehr Schaden. Steht er nicht da? Klack. Ach, das ist diese. Diese Eisebenen sind wirklich. Macht am meisten Fun. Die sind so schön. Schöner Diamant. Würde ich mal sagen. Eine Bleirute. Nein, ein Aquamarin. Keine Treppe haben gerade. Oh, Eisenerz. Ja, wenn wir hier so dem folgen, ne? Den Dingern, die alle kaputt machen. Findamos! Bist leider ein bisschen zu spät gekommen. Schon wieder ein Findamos, okay. Das ist ja angehauen. Nehme ich es noch mit.
Ach, ich liebe die Höhlen. Vor allem, das sieht so gut aus. Das sieht so krass aus. Und wir machen natürlich immer ganze Menge Damage, ne? Das hier macht es natürlich auch Fun. Wenn wir so viel Schaden machen. Zufall, hä? Ich find's gut, dass das Treppensuchen hier nicht so eine Qual ist. Und das macht das Spiel ja echt super. Ups. Es gibt's nicht, dass mich das jedes Mal erwischt. Total krass, ey. Dann drücken sie sich natürlich gegenseitig nach vorne. Crazy! Zwei auch noch. Das sind dreckige Mistviecher, ganz ehrlich, ey. Ob ich den Stein schon kaputt machen könnte? Wahrscheinlich, oder? Naja, wobei. Wenn ich den draußen noch nicht kaputt machen kann? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Wird's auch nicht testen. Energie ist mir zu wertvoll hier. Eine braucht man nur noch, eine Stufe. Wie? Fernkämpfer, leck mich. Wahrscheinlich hat man deswegen die Meisterschleuder bekommen. Weil das dann auch Fernkämpfer sind. Damit man was gegen die hat. Gut. Bling. Energiemäßig sieht das jetzt nicht so optimal aus. Kann ein bisschen Erz mitnehmen. Mal eben noch runter, einfach um zu gucken, was denn da so ist. Kann er an sich nicht schaden. Ist ja eine Kiste schon wieder. Mit etwas Eisen drin. Gut, und da ist die nächste Treppe. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier was Schönes ist. Ein Skelett, da müsste ich zwei Dinger kaputt machen. Vielleicht kommen wir noch bis zu 80. Mal schauen. Sieht aber eher nicht so danach aus. Wenn ich mir die fetten Felsen hier wieder angucke. Ah, ich werde ein bisschen ernst mit dem. Das soll ich natürlich nicht liegen lassen. Ich als Schürfer hier. Ey, wie sie abgehen. Gefrorene Träne. Gut. Ich lasse die zwei Stück sogar. Aber ich habe ja sowieso eine Mission hier. Die alle zu killen. Alter. Gut, dass sie immer da unten vorbeischleichen können, die Schweine. Da ging auch gar nichts. Okay. Hier wäre da wirklich gar nichts. Sehr schade, aber die Tasche gibt natürlich was. Ja, hier wollte schon wieder Knochen schmeißen, die Drecksau. Die kleine Drecksau wollte Knochen schmeißen. 53er Crit. Und es ist gleich 22 Uhr. Wir sind gleich bei der 80 angekommen. Das möchte ich. Ah, ich habe noch 24 Energie. Schauen wir mal. Haben wir was zu futtern? Eine Weintraube ich dabei. Ich weiß zwar nicht, was es gemacht hat, aber ich schluck's einfach mal.
bist ein Sackratte, ey. Das ist unglaublich. Rennt gegen den Stein und warte, dass ich was mache, ey. Schon ganz gerne wissen, was hier unten noch ist. Um mir nichts zu verpassen. Okay. Zwei Gegner wieder. Na, warum nicht? Das sind zwei Gegner für meine Statistik. Für meine für meine Mission. Die habe ich doch gern mitgenommen. Ganz allein in dieser dunklen, tiefen Höhle. Kling. Oh, jetzt sieht es schon wieder dunkel aus. Feuerwandlerstiefel. Boah, drei Immunität, drei Verteidigung. Das ist heftig. So, ich glaube nämlich, dass es jetzt wahnsinnig dunkel sein wird. Tschüss. nee. Jetzt noch nicht. So, ich glaube, die sind... Weiß ich, ob die, hat die zu schon? Nee, ich glaube nicht. Bis 24 Uhr hat die, glaube ich, offen. Nein, bis 22 Uhr. Na gut. Dann verziehen wir uns jetzt auch langsam mal nach Hause, ins Bett. Aquamarin muss ich auch irgendwo abgeben. Wofür brauche ich das nochmal? Ich glaube auch für das Monster. Für die Monster. Für die Wichtel. Ja, ah, ich weiß, du bist müde. 0 Uhr. Ist ja richtig. Bin ja auch schon auf dem Weg. Wir können auch gleich mal die Höhle nochmal erkunden kurz. Bei uns. Ob er da schon was gemacht hat. Der Demetrius. Ist hier mal gar nichts. Gewöhnlicher Pilz. Gewöhnlich. Super gewöhnlich, ultra gewöhnlich. Und ein roter Pilz. Sehr schön. Immer her damit. Immer her damit. So, nochmal ein verfeinertes Quarz. Ja, warum nicht, ne? Ist doch schön. Schick. Okay. Dann geht's ab ins Bett. Mietze nochmal kurz streicheln. Ab ins Bett. Level up. Kampfstufe 5. Wähle einen Beruf. Kämpfer. Alle Angriffe verursachen 10% mehr Schaden oder Kundschafter. Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers um 50% erhöht. Na dann natürlich Kundschafter. Aber sowas von. Oh, heute Sturm, ja, stimmt, ja. Okay, hier seht ihr meine Fähigkeiten. Geologe, Sammler und Kundschafter. Hofarbeit und Fischen fehlen dann noch. Ich bin ein Knecht übrigens, ja, Darky Knecht. Nicht ganz aufgeladen, meine Energie. Ist halt leider so. Wir machen erstmal eine kurze Pause, meine lieben Freunde. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Stardew Valley. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.